Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der DAX aktuell bei -2%, viel Verunsicherung, noch mehr Schlagzeilen und Interpretationen. Mit Sicherheit ein gutes Umfeld, um mal auf die Fakten zu schauen, das Ganze in einen größeren Kontext einzuordnen und vor allem auch über den heutigen Tag, respektive die nächsten Wochen hinauszudenken, was beispielsweise auch die Probleme in Italien, die ja leider struktureller Natur sind, für uns als Anleger bedeuten werden. Wir steigen auch direkt in die Materie ein. Bella Italia, unser Sorgenkind ja in der Eurozone und für Europa. Und wenn wir uns das mal genauer betrachten, dann schauen wir zunächst auf die volkswirtschaftlichen Kennzahlen, die letztendlich hier für Italien momentan zugrunde liegen. Und Sie sehen das jeweils dargestellt. Der grüne Chart ist der Italien, orange ist entsprechend die Eurozone als Ganzes. Und wenn wir hier links oben mal beginnen, dann können Sie schon feststellen, wenn wir uns die reale Wirtschaftsleistung anschauen, also eben das inflationsbereinigte Bruttoinlandsprodukt bereinigt auf 100 zum Jahr 2000, da sehen Sie schon, da hat man entsprechendes Wachstum. Dann ging es in der Finanzkrise hier entsprechend nach unten und die Eurozone insgesamt hat sich dann relativ gut auch erholt. Natürlich auch nicht homogen. Wir haben Länder, die sehr, sehr gut funktionieren, beispielsweise Deutschland. Wir haben andere Länder, die weiter noch mit Problemen behaftet sind. Aber alles in allem, wenn wir mal einen Vergleich ziehen zwischen der Eurozone und Italien, da stellen Sie schon fest, da haben wir natürlich eine ordentliche Differenz hier. Man kann eigentlich fast sagen, dass Italien sich auf einem Niveau befindet, was dem entspricht, was wir im Jahr 2000 schon hatten. Und dementsprechend da Steuereinnahmen, Sozialversicherungsbeiträge und Ähnliches natürlich letztendlich auch aus der Wirtschaftsleistung extrahiert werden, die Unternehmen respektive auch die privaten Haushalte und alle ja generieren, dann ist es natürlich klar, dass hier natürlich die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Auch bei der Arbeitslosenquote, das sehen wir hier unten, die Arbeitslosenquote in Italien eben höher als im Durchschnitt der Eurozone hier nochmal zusammengefasst. Also auch das natürlich eine Kennzahl, die natürlich die politische Lage etwas schwerer macht. Sie wissen, Unzufriedenheit ist natürlich ein sehr guter Nährboden für Populismus, für entsprechende Versprechungen. Und das macht es natürlich auch wiederum schwieriger, Sparprogramme aufzusetzen, strukturelle Themen anzugehen. Und dementsprechend natürlich auch hier die Tendenz, natürlich in solchen Phasen Probleme eher in die Zukunft zu schieben und die Probleme nicht wirklich anzugehen. Ein großer Punkt, der wirklich sehr, sehr auffallend ist, das sehen Sie hier unten, schauen wir uns mal die Staatsverschuldung an, wiederum in Prozent der Wirtschaftsleistung. Also, was wir hier klar sehen, die Schulden bei um die 130% des Bruttoinlandsproduktes. In der Eurozone sind wir dabei knapp unter 90. Maastricht-Kriterium ist bei 60% und da sehen wir schon, wie weit Italien von diesen Stabilitätskriterien ohnehin weg ist. Und das macht natürlich auch deutlich, warum steigende Zinsen sich, sollten sie wirklich auf einem hohen Niveau bleiben, auf einem dauerhaften Zeitraum, sich natürlich sehr nachhaltig und nachteilig auf die italienischen Staatsfinanzen auswirken, weil natürlich höhere Zinsen den Haushalt belasten. Klar, die Italiener haben auch in der Niedrigzinsphase sich ordentlich refinanziert, aber nichtsdestotrotz, steigende Zinsen sind natürlich nie positiv, insbesondere in einem Umfeld, wo sie kein reales Wirtschaftswachstum hatten auf lange Sicht und wo sie eben auch gleichzeitig natürlich noch Probleme am Arbeitsmarkt haben. Der Kapitalmarkt hat das reflektiert, dementsprechend auch der Zinsunterschied von den Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen, wenn Sie so wollen, der Safe Haven, der sichere Hafen im Euro-Finanzsystem und eben den zehnjährigen italienischen Papieren. Und da sehen Sie schon eine Renditedifferenz von ungefähr 300 Basispunkten. 100 Basispunkte sind 1%. Also das zeigt doch sehr deutlich, wie die Skepsis der Marktteilnehmer sich hier momentan ausdrückt. Sie wissen, wir hatten ja die europäische Staats- und Währungskrise, die wurde dann im Sommer 2012 beendet durch Mario Draghi, der sagt, okay, whatever it takes, wir werden uns den Spekulanten entgegenstellen, die hier auf steigende Renditen in der Eurozone wetten. Das hat das alles sehr, sehr stark beruhigt. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass man diese Beruhigung genutzt hat, um hier strukturelle Themen anzugehen. Dementsprechend sind wir nur mit einigen Fragestellungen konfrontiert, die wir aus den vergangenen Jahren schon kennen. Die wurden bereits gestellt, wurden in die Zukunft geschoben und sind nun wieder da.
Jugendarbeitslosenquote, also der Personen unter 25, auch da sehen Sie eine erhebliche Diskrepanz zum Durchschnitt entsprechend der Eurozone. Wir sehen das Thema Defizit, ja momentan das große Thema auch, was Sie in den Schlagzeilen lesen. Wiederum die gesamte Eurozone ist zwar auch im negativen Bereich, aber zumindest eine positive Tendenz. Man strebt also eher Richtung Nulllinie. Italien will ja irgendwo ein Defizit haben von 2,4%. Das ist natürlich nicht dazu geeignet, die stabilitätspolitischen Maßnahmen zu erfüllen. Und ja, ganz unten rechts sehen Sie dann hier noch entsprechend neue Aufträge in der Industrie. Die sind von einem positiven Niveau auch gut zurückgekommen und scheinen jetzt sogar entsprechend hier in den negativen Bereich zu drehen. Also, das die harten volkswirtschaftlichen Fakten und dementsprechend müssen wir ganz klar konstatieren, dass viele Themen, die wir momentan diskutieren, ob es das Thema Schulden ist, ob es das Thema Schuldentragfähigkeit ist oder ob es auch das Thema haushaltspolitische Aspekte sind. Wenn Sie sehr, sehr schwache, negative volkswirtschaftliche Kennzahlen haben, dann wirken die natürlich auf Dauer belastend. Und in Italien haben wir schon sehr lange schwache volkswirtschaftliche Kennzahlen, zumindest dann, wenn wir nicht auf einzelne Regionen schauen, sondern wirklich das Land als Ganzes hier betrachten. Also eine sehr schwierige Ausgangslage, mit der wir hier konfrontiert sind. Die Kapitalmärkte haben die aktuelle Verunsicherung und die aktuelle Schlagzeilenlage momentan sehr isoliert auf Italien wahrgenommen. Wir sehen hier in diesem oberen Chart, das sind die Renditen verschiedener Staatsanleihen unterschiedlicher Länder der Eurozone. Und der blaue Balken, der zeigt Ihnen die Veränderung seit Anfang des Jahres und in Orange die Veränderung auf einen Monat. Und sehen Sie auch wieder hier, wir haben ein singuläres Ereignis, also sprich im Gegensatz zur früheren Euro- und Staatsschuldenkrise, wo wir quasi einen Gleichlauf hatten. Also die spanischen Renditen sind gestiegen, italienische Renditen sind gestiegen, in Irland gab es Probleme. Sehen wir momentan, dass der Effekt sehr, sehr stark hier auf Italien begrenzt ist. Und wenn man sich auch mal tiefer damit beschäftigt, über das Zusammenwirken der verschiedenen Vermögensklassen damals und heute, dann stellt man schon fest, wir haben andere Korrelationen. Aber nichtsdestotrotz, der Anstieg macht doch sehr klar, dass der Kapitalmarkt hier eine gewisse Skepsis hat und dass diese Skepsis sich in verschiedenen Indikatoren niederschlägt. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Dementsprechend, wenn wir uns hier unten mal das Renditeniveau insgesamt anschauen, also nicht die Veränderung seit einem gewissen Zeitraum, sondern eben die absoluten Renditen, dann sehen wir hier Deutschland 0,45% zahlen wir uns für unsere 10-jährigen Schuldverschreibung. Sie sehen es, Frankreich 0,76, Spanien 1,72 und dann haben wir es hier schon mit Italien und dementsprechend auch die Herabstufung der Ratingagentur Moody's auf eine Stufe oberhalb von Ramschniveau. Nicht wirklich überraschend. Die zweite große Ratingagentur Standard & Poor's wird sich im Lauf dieser Woche äußern. Auch da wird es wohl eine Herabstufung dementsprechend geben und dementsprechend sehen Sie hier schon im Vergleich der Länder erhebliche Diskrepanz. Also sprich, Italien muss eben Faktor ja, 8 für seine Verschuldung zahlen im Verhältnis zu Deutschland. Aber wir halten an der Stelle mal fest, im Verhältnis zu früher momentan keine Ansteckung auf Nachbarländer wie beispielsweise Spanien. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Was Sie auch bereits gut kennen aus der Finanz- und Staatsschuldenkrise, das ist die Reaktion der Bankaktien. Es gibt ja so diese sogenannte Doom Loop auch. Also klar, Banken sind natürlich Investoren in Staatsanleihen. Banken sind natürlich auch Kreditgeber, natürlich auch tendenziell sehr stark in ihren Heimatländern entsprechend hier vertreten und Banken insgesamt im Euroraum ist sehr, sehr schwach. Aber wenn wir nochmal uns die speziell die italienischen Banken anschauen, wiederum in Orange das Monatsergebnis in Prozent, in Grün die Entwicklung im Kalenderjahr 2018, dann sehen Sie schon hier erhebliche Abschläge, die wir entsprechend hier momentan bei den Banken sehen. Also diese Verunsicherung, die drückt sich hier auch sehr, sehr stark aus. Dementsprechend sehen wir momentan auch in den Medien immer mal das Thema, wie realistisch ist denn wirklich ein Zahlungsausfall von Italien? Das sind natürlich zukunftsgerichtete Spekulationen. Also behilft man sich und schaut auf die sogenannten CDS. Das sind Kreditausfallversicherungen. Aus diesen Preisen der Kreditausfallversicherungen leitet man ab, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu einem Zahlungsausfall hier natürlich für Italien innerhalb der nächsten 5 Jahre kommt. Und da sehen Sie schon nach diesem massiv hohen Niveau, was wir im Rahmen der
ersten Euro-Krise hatten, wo wir dann danach Mario Draghi hatten mit Whatever It Takes, das Ganze ist implodiert. Dann hat das Ganze jetzt über Jahre keine Rolle mehr gespielt und jetzt ist das Thema wieder wie Kai aus der Kiste gepoppt. Sehen wir, dass hier entsprechend die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls angestiegen ist und das natürlich etwas, was die Marktteilnehmer betrachten. Auch die Europäische Zentralbank, die schaut natürlich genau hin, wie sich die Lage im Finanzsystem der Eurozone darstellt. Hierzu berechnet man verschiedene Subindizes, um finanziellen Stress im System zu messen. Den fasst man dann zusammen als Indikator, der den systemischen Stress im Euro-Finanzsystem darstellen soll. Und auch hier sehen Sie wieder sehr schön, wir hatten diesen enormen Anstieg im Rahmen der globalen Finanzkrise, dann hat sich das ganze Thema wieder etwas beruhigt. Dann hatten wir wiederum diesen Anstieg mit Griechenland und Co. Dann, wie gesagt, diese Rede von Mario Draghi. Dann ist lange nichts passiert. Und jetzt sehen wir von einem sehr, sehr niedrigen Niveau, sehen wir hier auch wieder entsprechenden Anstieg. Und das ist ein Punkt, den wir im Hinterkopf behalten sollten, weil der wird jeden von uns treffen und auch ja, für uns relevant sein, unabhängig davon, ob wir Anleger am Aktienmarkt sind oder eben auch nicht. Ein weiterer Aspekt, den Sie häufig lesen werden, deswegen hier auch nochmal die Zeitreihe dazu. Sie wissen das Thema Target-2-Salden. Manchmal wird das Thema als latentes Haftungspotenzial für Deutschland dargestellt, falls der Euro ungeordnet auseinanderbricht, weil dann eben Länder, die hier ein Defizit ausweisen, dieses Defizit nicht ausgleichen würden. Andere sagen, das sind lediglich Zahlen im Zahlungsverkehrssystem. Die darf man, oder Verrechnungssystem, die darf man jetzt nicht wirtschaftlich 1:1 in Forderungen umrechnen. Ich will da gar nicht in eine tiefere philosophische Diskussion gehen, aber ich glaube, was sehr, sehr deutlich wird, dass das dieses Defizit von Italien von rund 500 Milliarden Euro, also sprich einer halben Billion, das zeigt natürlich doch sehr, sehr stark, wie groß die Ungleichgewichte sind. Und Sie sehen vor allem auch, dass wir eine Entwicklung haben, wo das ganze Thema lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat und dann im Rahmen mit der ersten Euro- und Staatsschuldenkrise haben wir hier entsprechende Relevanz gesehen. Dann ist, wie Sie eben schon gesehen haben, anhand anderer Indikatoren auch längere Zeit nichts passiert und jetzt hat das doch nochmal hier entsprechend an Brisanz, entsprechend hier Fahrt aufgenommen. Also, das auch ein entsprechendes Thema, was sehr schön und transparent und auch plakativ deutlich macht, wie groß die Ungleichgewichte sind zwischen den verschiedenen Ländern, zwischen den Leistungsfähigkeiten auch der einzelnen Regionen hier im Korsett der Gemeinschaftswährung Euro. Das Fazit für Italien muss also leider aktuell so lauten. Wir haben sehr, sehr schwache volkswirtschaftliche Kennzahlen. Die schaffen natürlich Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das begünstigt populistische Parteien. Auf der anderen Seite, wenn sie kein Wachstum in der Wirtschaft haben, dann tun sie sich auch sehr, sehr schwer, entsprechend Steuern aus der Wirtschaft hier zu extrahieren. Wenn sie wenig Steuern haben, dann haben sie wenig Steuereinnahmen. Wenn sie wenig Steuereinnahmen haben, dann können sie wenig investieren, sie können wenig Schulden tilgen, dann sehen ihre volkswirtschaftlichen Kennzahlen auch nicht so gut aus. Und wenn natürlich das reale Wirtschaftswachstum stagniert, dann sehen natürlich auch Verschuldungskennzahlen, die sich ja typischerweise immer auf die Wirtschaftsleistung beziehen, natürlich auch schlechter aus. Und dementsprechend kommen wir dann zu diesen Konstellationen, wie wir sie eben gesehen haben. Demzufolge die Herabstufung des Ratings und wahrscheinlich auch die weitere Abstufung im Lauf dieser Woche dann durch Standard & Poor's. Das sind natürlich nur Symptome der sehr, sehr schwachen volkswirtschaftlichen Entwicklung. Diese volkswirtschaftliche Entwicklung hat natürlich auch zu einem Stillstand geführt, hausgemachte politische Probleme, eine Vielzahl an strukturellen Problemen, die man nicht angegangen ist und demzufolge die steigenden Zinsen und auch die Herabstufung der Ratings sind als klare Symptome zu identifizieren und sie sind keineswegs eben die Ursache, sondern sie sind einfach eine logische Konsequenz dessen, was eben passiert, wenn sie verschiedene haushaltspolitische und strukturelle Reformen eben nicht angehen, sondern auf die lange Bank schieben. Eine große Hoffnung, dass die volkswirtschaftlichen Kennzahlen sich schlagartig und wesentlich verbessern, die lässt sich momentan leider nicht herbeireden. Da muss man sehen, was kommt. Aber jetzt eine massive Trendwende, die ist leider nicht absehbar. Das heißt, auch die Probleme, die sich anhand der dargestellten Symptome zeigen, die wären bei normaler marktwirtschaftlicher Entwicklung weiterhin so vorhanden. Das heißt, man wird natürlich schauen, inwieweit kann man sich mit Brüssel entsprechend hier auf Ausnahmeregeln einigen. Wie wird das insgesamt auch mit der Europäischen Zentralbank laufen? Wird man am Ende des Tages vielleicht doch eben die Staatsschulden einfach weiter monetarisieren, damit das Finanzsystem hier
eben nicht in Schieflage kommt. Also das sind die Punkte, die uns ja, glaube ich, auf Dauer weiter begleiten. Was wir ganz klar sagen müssen, aktuell handelt es sich noch nicht um eine Krise des Finanzsystems. Sie haben es gesehen, der Renditeanstieg momentan sehr stark auf Italien isoliert, auch technisch gesehen, wenn wir uns die Bewegung anschauen und schauen uns Korrelationen an. In der ersten Eurokrise im Verhältnis zu jetzt würde man jetzt weiter steigende Probleme in Italien mit geringeren Ansteckungseffekten für andere Länder der Peripherie sehen. Also das zum Thema Stresstests und Risikomanagements. Aber wir sollten auch nicht erwarten, dass die strukturellen Probleme hier durch die Politik angegangen werden. Wir müssen ganz klar sagen, es ist ein weiteres Durchwursteln, so wie es eben geht. Sie kennen das Thema Erpressungspotenzial. Und demzufolge, wie gesagt, das ist momentan die Situation, wie sie sich hier auf Basis der Indikatoren darstellt. Wenn wir das Ganze nun etwas weiter denken, dann gibt es doch einige erhebliche Konsequenzen für jeden von uns, sei es als Anleger, sei es als Kunden von Finanzunternehmen. Weil zunächst müssen wir nochmal auf die Inflation in der Eurozone schauen. Und Sie wissen, die Europäische Zentralbank geht dann von einer Preisstabilität aus, wenn wir eine Inflationsrate von nahe 2% haben. Das ist die rote Linie, die ich Ihnen hier horizontal eingezeichnet habe. Jetzt haben Sie hier in diesem Türkisblau die klassische Inflationsrate, auf die sich auch dieses 2%-Ziel bezieht. Und Sie können sehen, diese Inflation war sogar mal im negativen Bereich. Damals hatten wir sehr, sehr niedrige Ölpreise und man hat sich damals auch entsprechend entschlossen, diesen deflationären, diesen disinflationären Tendenzen entgegenzuwirken mit niedrigen Zinsen, Anleiheaufkaufprogrammen. Und den anderen Maßnahmen. Das Ganze hat sich hier wieder erholt. Aber wir müssen leider Gottes auch auf die dunkelblaue Linie schauen. Und das ist die sogenannte Kerninflationsrate. Dort werden die schwankungsreichen Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet. Und da sehen Sie, die liegt bei 0,9% und zeigt sich weiterhin sehr, sehr schwach. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiter denken, dann müssen wir zum einen konstatieren, wir haben ein Zinsniveau von 0%, haben weiterhin die Thematik, dass Banken für Überschussanlagen bei der Europäischen Zentralbank 0,4% pro Jahr bezahlen müssen. Dazu müssen die Banken auch noch Beiträge für die Einlagensicherung entrichten. Das heißt, wenn die Banken heute 0,5% Strafzins weitergeben an vermögende Anleger, dann haben die damit nichts verdient, sondern haben nur ihr eigenes Defizit ausgeglichen. Aber Sie sehen das hier in grün dargestellt für Deutschland. Der 12-Monats-Zins abzüglich der offiziellen Inflationsrate, da sind wir bei jenseits der -2%. Das heißt, mit Kontoguthaben, mit kurzfristigen Anleihen, guter Bonität, wenn wir das weiterdenken, ist kein realer Vermögenserhalt möglich. Und das zeigt doch mal, wie die Lage sich darstellt. Wenn wir das nun aber mal zusammenwerfen, dann haben wir eine Kombination aus strukturellen italienischen Problemen, die entsprechend auffangen müssen. Wir haben eine sehr niedrige Kerninflation, die eben auch anzeigt, dass strukturell in der Eurozone nicht alles in Butter ist. Wir haben gleichzeitig die Thematik, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone entsprechend nachlässt. Und wenn Sie das mal zusammenaddieren, meine Damen und Herren, und dann vielleicht noch eine geopolitische Komponente dazu addieren, wie beispielsweise ein Handelskonflikt, den wir hier auch momentan ja schwelend vor uns haben, plus Unsicherheiten durch das Thema Midterm Elections in den USA, dann müssen wir ganz klar festhalten, eine Wende der Geldpolitik wird in diesem Umfeld sicherlich nicht stattfinden. Weil versetzen Sie selbst in die Lage der handelnden Personen bei der Europäischen Zentralbank und unabhängig davon, ob der Präsident Mario Draghi jetzt Italiener ist oder nicht. Wenn Sie eine derart große Volkswirtschaft wie Italien haben, die mit solchen strukturellen Problemen zu kämpfen hat, wo sie auf der anderen Seite durch die sozialen Probleme einen idealen Nährboden für populistische Tendenzen haben, die wiederum auch zu ja, nicht fundierten Entscheidungen führen können, dann haben sie natürlich ein Riesenproblem. Und wenn sich dann noch das Wachstum abschwächt in ihrem eigenen Währungsgebiet plus die geopolitischen Unsicherheiten, dann werden sie einen Teufel tun und sie werden an der Geldpolitik etwas drehen. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, die Zinsen bleiben niedrig. Wir werden vielleicht einen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm sehen. Vielleicht wird man auch den negativen Einlagezins für die Banken abschaffen. Aber dass sich das Zinsniveau von 0% wirklich so nach oben verändert, dass wir nach Inflationseinbeziehung eine
schwarze Null produzieren können. Das muss man im jetzigen Umfeld konstatieren, ist einfach unrealistisch und lässt sich aus den volkswirtschaftlichen Daten und den Rahmenumständen nicht ableiten. Also die Zinsen bleiben niedrig, der Anlagenotstand bleibt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das heißt insbesondere für ein Land wie Deutschland, wo wir momentan eine Vollbeschäftigung haben, wo wir natürlich über den Export uns nach wie vor sehr, sehr gut aufstellen. Wir haben eine Währung, die viel zu schwach ist für die Exportstärke von Deutschland. Wir haben Zinsen, die viel zu niedrig sind. Deutschland müsste vielleicht bei 10-jährigen Staatsanleihen eher eine Rendite von 4% haben. Wir stehen bei 0,4. Was heißt, die Zinsen in Deutschland sind bei 10% dessen, wo sie eigentlich sein müssen. Und wenn Sie mal in die Lehrbücher schauen, Preisblasen wären die natürliche Folge. Und ich denke, wer sie sehen will, der sieht sie auch. Ein schönes Beispiel hier mit Sicherheit auch der Immobilienmarkt und auch die Argumente, gewohnt wird ja immer, die haben auch den Immobilienmarkt in zum Beispiel in den USA, Spanien oder auch Irland nicht davor geschützt, dementsprechend hier massive Preisrückgänge zu sehen. Also, es trifft uns dementsprechend schon mal in der kurzfristigen Anlage, weil wir für die Rücklagen, die wir halten, auf Tagesgeldkonten, auf sonstigen täglich verfügbaren oder kurzfristig verfügbaren Kontovarianten. Es ist unmöglich, einen realen Kapitalerhalt zu erzielen. Das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Gleichzeitig bei der langfristigen Kapitalanlage, die insbesondere vor dem Hintergrund der Altersvorsorge stattfindet, da reden wir zwar gerne über Kapital gedeckt, das klingt sehr schick, aber wenn sich die faktischen Anlageallokationen von deutschen Versorgungswerken, Pensionskassen, Lebensversicherungen anschauen, dann stellen Sie fest, die sind im Wesentlichen, insbesondere bei den Pensionskassen und Lebensversicherern, sehr, sehr stark zinsbasiert. Wenn Sie keine Zinsen mehr haben, dann können Sie natürlich Ihre Leistungen nur im Minimum leisten. Und das ist natürlich eine Belastung für die Versicherung insgesamt, also die Anbieter, aber natürlich auch für die Kunden. Das sind wir entsprechend alle. Das heißt, die gesamte Ruhestandsplanung, die muss letztendlich auf den Prüfstand, die ist an das aktuelle Zinsniveau anzupassen, die ist auf zukunftsgerichtete Zinsprognosen hin neu zu rechnen, und da wird man feststellen, dass es das wirklich ein gesellschaftliches Problem ist, was hier auf uns zukommt, weil eben, wie gesagt, in Deutschland das Thema zinsbasierte Altersvorsorge typischerweise neben der gesetzlichen Rente und der Beamtenpension eben das große Steckenpferd ist. Also kurzfristige Probleme bei der Erhaltung von Liquidität, langfristige Probleme bei der Altersvorsorge. Und wenn wir das Ganze noch weiterdenken, dann wird es meines Erachtens, glaube ich, so sein, dass die Gemeinschaftswährung Euro immer mal wieder in Frage gestellt wird. Die Zentralbank, die kann hier natürlich immer mal wieder Brände löschen. Aber ich glaube, Themen, die wir im Rahmen der Jahre 2011 bis 2013 auch hatten, also dass man hinterfragt hat, wie sicher ist eigentlich mein Geld bei der Bank? Wie gut sind eigentlich die Einlagensicherungssysteme? Wer haftet eigentlich, wenn die Bank insolvent wird, weil das Euro-Rentensystem, also der Euro-Rentenmarkt kollabiert, dann ist doch alles das für die Sicherungssysteme gar nicht mehr darstellbar, weil sie sind ja eigentlich dazu ausgerichtet, Einzelne zu retten, wenn die sich verspekuliert haben und nicht quasi die Banken und Finanzwelt im Allgemeinen. Also das wird ein großes Thema sein. Dementsprechend glaube ich, dass wir viele Fragestellungen, die Anleger und Menschen im Allgemeinen in den Jahren 2000, ja, sagen wir es nochmal so, 2010 bis 2013 stark umgetrieben haben. Also sprich, halte ich mein komplettes Kontoguthaben im Bankensystem der Eurozone oder habe ich vielleicht noch ein Kontodepot im Ausland? Macht es Sinn, zu viel Geld bei einer Bank zu haben? Oder beiße ich vielleicht in den sauren Apfel und kaufe mir einen Geldmarktfonds, um meine Kreditrisiken breiter zu streuen? Macht es Sinn, nur im Euro zu sein? Oder ist es vielleicht auch sinnvoll, noch Währungen aus anderen Ländern hier zu integrieren, um andere Währungen zu haben, um auch andere Schuldner hier entsprechend nochmal einzubinden? Also das ist die Fragestellung. Ich denke, mit denen sind Sie alle sehr, sehr gut vertraut. Einige von Ihnen haben mit Sicherheit damals auch darauf reagiert. Andere haben das weggeschoben. Dann haben sich die Probleme ja augenscheinlich von selbst gelöst durch Whatever It Takes von Mario Draghi. Aber wir sehen jetzt schon viele Fragestellungen, die kommen jetzt wieder hoch. Und ich glaube, das wird nicht zum letzten Mal sein. Was man an der Stelle nur raten kann, heißt ganz klar, das eigene Vermögen, auch die eigene Altersvorsorge, die muss einem Stresstest unterzogen werden, sagen, okay, habe ich Klumpenrisiken? Was wäre denn in Extremfällen? Habe ich vielleicht zu große sogenannte Gegenparteienrisiken? Wäre es vielleicht sinnvoll, ein bisschen Währung im Ausland aufzubauen? Wie ist denn meine operative Handlungsfähigkeit gewährleistet, wenn es wirklich mal zu Problemen
bei meinem Bankinstitut kommt. Also ich denke, das sind Fragestellungen, die sind immer schwer zu greifen, weil es eine Vielzahl von Argumenten gibt. Aber am Ende des Tages sind wir als Menschen ja doch eben auch hier emotional geprägt. Und ich glaube, wenn die Schlagzeilenlage sich noch weiter so vorzieht, weil man eben feststellt, dass wir wirklich hier strukturelle Probleme haben, die man aktuell eben nicht lösen kann, dann sind diese Themen, glaube ich, wirklich ein Aspekt, der uns immer und immer wieder hier beschäftigen wird. Das Thema steigende US-Zinsen ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Momentan muss man konstatieren, die US-Wirtschaft, die sieht noch sehr gut aus. Das ist ja ein zusammengefasster Index der Wirtschaftsindikatoren für die USA misst. Wir haben die Überstimulation durch das Steuerprogramm von Trump, auch durch die fiskalpolitischen Maßnahmen, die natürlich auch das Haushaltsdefizit massiv ausweiten. Weil Trump hier eine Wirtschaft stimuliert, die gar keine Stimulierung benötigt. Das wäre, wie wenn sie aktuell die deutsche Wirtschaft stimulieren würden, obwohl sie sowieso keine Personal haben und Arbeitskräfte, die die Arbeit hier noch durchführen kann. Aber das große Thema natürlich hier, das ist das Thema Zinswende, sehen Sie hier in Orange dargestellt. Das ist die Rendite einer US-Staatsanleihe 30-jähriger Restlaufzeit, in Blau einer 10-jährigen Restlaufzeit. Und da können Sie sich ja quasi eigentlich, wenn Sie ja so wollen, können Sie ja quasi, wenn man das hier mal durchziehen würde, können Sie sich ja quasi wie hier mal so ein Lineal dranlegen. Und dann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, naja, irgendwann, wenn die Renditen hier drüber gehen, dann haben wir diesen 30-jährigen Abwärtstrend bei den Zinsen durchbrochen. Und dann wissen Sie auch, steigende Zinsen, die belasten natürlich den Verbraucher, die belasten natürlich auch den US-Immobilienmarkt. Die führen natürlich auch dazu, dass die Refinanzierungskosten für die Unternehmen höher werden und insgesamt führt das natürlich auch dazu, dass Geld wieder in die USA fließt. Dementsprechend fließt es aus den Schwellenländern raus und fließt in die USA hinein. Und das hat natürlich entsprechende Auswirkungen. Wir sehen das ja momentan bereits. China habe ich Ihnen nochmal mitgebracht. Wir hatten es zwar im letzten Kapitalmarktdialog mit dabei, aber die Bedeutung darf keinesfalls unterschätzt werden. Was Sie hier sehen, das sind Kredite an den privaten, nicht finanziellen Sektor, immer in Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes. Und Sie sehen zum Beispiel mal hier, Sie wissen, Japan hat ja einen Mega-Immobilien- und Aktienboom gehabt, dann ist hier die Blase geplatzt und wir sehen es auch, haben es auch für die USA gesehen, hier entsprechend diesen Anstieg, die Blase, die dann geplatzt ist. Auch UK natürlich so ein Thema, dann das Platzen dann in der Finanzkrise. Aber was Sie hier in Grau sehen, das ist China und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt. China ja auch eine Gesellschaft, die das Thema Überalterung als Problem im Hintergrund hat. Wir sehen hier sehr, sehr große Schulden, wir sehen Schuldenverschiebungen auch bei den Provinzregierungen. Also das ist so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen. Und wenn man sich hier die Entwicklung der chinesischen Währungsreserven anschaut, dann ist das wirklich ein Aspekt, den man im Hinterkopf haben sollte. Und das eben auch etwas, was durch dieses Thema steigende Zinsen in den USA tendenziell eher zum Problem werden kann, weil, wie gesagt, Gelder aus China herausfließen in den Dollarraum und dann fehlt das Geld eben an anderer Stelle. Und klar, die Probleme in der Türkei, die sind bekannt oder auch Argentinien, aber allein aufgrund der Einwohnerzahl und der volkswirtschaftlichen Dimension ist natürlich China nochmal ganz anders zu werten. Und auch wenn China hier ja sagt, wir sind wieder um 6,5% gewachsen, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir diese volkswirtschaftlichen Kennzahlen, die hier direkt von China mitgeteilt werden, etwas mit Vorsicht genießen müssen. Das heißt aber an der Stelle auch wieder, wenn wir uns das Thema Zinsen betrachten, aus der US-Dollar-Anlegerperspektive haben wir momentan wieder einen positiven Realzins. Das heißt, Sie kaufen eine 2-jährige US-Staatsanleihe, dann tragen Sie kein großes Kreditrisiko, weil in 2 Jahren wird die USA wohl ja, wahrscheinlich noch solvent sein. Am Ende haben Sie Ihre eigene Notenbank, dementsprechend kein großes Kreditrisiko. Das Zinsänderungsrisiko bei 2-jähriger Laufzeit auch sehr, sehr überschaubar. Das heißt, Sie müssen weder Laufzeit noch Kredit noch Aktienmarktrisiken oder Illiquiditätsrisiken im Bereich Immobilien, Private Equity oder Infrastruktur auf sich nehmen, um eben Ihre Kaufkraft zu erhalten. Und das verändert natürlich die Sicht auf Risikoprämien. Das verändert natürlich auch die Attraktivität von Chance-Risikoprofilen, weil man sich immer fragen wird, naja, wenn mein Realzins doch momentan positiv ist, ich kann meine Kaufkraft zumindest halten. Die Märkte sind nach der Finanzkrise sehr gut gelaufen. Jetzt sehen wir steigende Unsicherheiten, wir sehen steigende Volatilität auch in vielen Marktsegmenten. Dann bleibe ich doch vielleicht momentan erstmal
in der Kasse, respektive bei der kurzlaufenden Staatsanleihe und warte mal ab, was so passiert. Und dass diese Alternative eben im US-Dollar-Raum hier seine Geld entsprechend Kaufkraft erhalten, anzulegen, das hat natürlich Auswirkungen auf die globalen Kapitalmärkte, weil der US-Dollar oder die US-Dollar-Perspektive natürlich hier weiterhin ein entsprechendes Leitmotiv ist. Die ersten Opfer von solchen Entwicklungen sind idealtypisch die Schwellenländer, also keine große Überraschung an dieser Stelle. Wenn wir das Ganze mal weiterdenken, dann führen steigende Zinsen natürlich zu höheren Refinanzierungskosten. Das belastet natürlich die Marge der Unternehmen. Wir sehen natürlich auch, dass höhere Löhne zwar gesamtwirtschaftlich positiv sind, aber höhere Löhne bei gleichen Preisen, die führen eben auch dazu, dass die Margen, also die Gewinnmargen für die Unternehmen geringer werden. Und das ist ja auch durchaus ein Aspekt, den man sich momentan im Hinterkopf behalten muss, dass die Kapitalmarktentwicklung in den letzten Monaten sich schon nicht wirklich positiv darstellt, weil Rohstoffe, wenn Sie mal Öl rausrechnen, sind Rohstoffe sehr, sehr schwach. Wir sehen Schwellenländer sind sehr, sehr schwach. Wir sehen Europa auch schwach, dümpelt vor sich hin. Das heißt, von vielen Vermögensklassen haben wir bereits rote Vorzeichen und dementsprechend kann man da natürlich auch eine runde Story draus kreieren und kann sagen, okay, wir haben gesehen, nichts ist gelaufen, außer US-Technologietitel, weil die eben eine Sondertendenz hatten. Die anderen Vermögenswerte haben schon angezeigt, dass es wirtschaftlich schwieriger wird. Am Ende haben steigende Zinsen eben dazu geführt, dass wir eine nachlassende Nachfrage in der Wirtschaft haben. Wir haben höhere Refinanzierungskosten für die Unternehmen. Alles in allem haben sie dementsprechend eine ganz runde Begründung für eine Rezession. Und momentan werden ja auch die verschiedenen Rezessionsindikatoren rumgereicht, teilweise von lokalen Notenbanken der US-Notenbank berechnet, teilweise berechnet von Investmentbanken wie Goldman Sachs. Und da sieht man eben, dass der Rezessionsindikator massiv ansteigt. Aber auch hier muss man sagen, tendenziell diese Indikatoren haben typischerweise irgendwo einen Vorlauf von 6 bis 24 Monaten. Gut, das ist jetzt in Sachen Timing nichts, was uns als Anleger wirklich großartig weit nach vorne bringt. Wir werden mal wieder eine Rezession bekommen müssen. Was sie auslöst, das wird man sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dieser idealtypische Zyklus aus steigenden Zinsen und steigenden Löhnen ist, wie hier dementsprechend beschrieben. Ja, vielleicht schiebt man es dann auf Trump, aber am Ende des Tages muss man sagen, nach vielen Jahren des Aufschwungs wäre eine Rezession auch mal wieder durchaus an der Tagesordnung. Und wer sich daran erinnert, die Welt ist früher auch nicht untergegangen, weil wir in eine Rezession gelaufen sind. Kommen wir kurz zu Gedanken zur Portfoliokonstruktion, bevor wir dann auf die Fragen hier entsprechend eingehen. Also erstmal grundsätzlich die Aussage, US-Aktien beim Kalenderjahr 2018 kein Geld zu verdienen. Das war etwas, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe. Wir sehen es nochmal, auch vor der Korrektur hatten wir schon dieses Thema. Also wenn Sie jetzt quasi mal bis hier quasi schauen, ja, wo wir noch Ende September standen, da war die Welt noch in Ordnung, dann haben Sie auch schon gesehen, Aktien Asien war da schon deutlich im Minus, minus 8% haben wir da auf der Uhr stehen gehabt. Aktien Europa, auch da haben Sie gesehen, die waren zum damaligen Zeitpunkt auch schon so minus 2, 3% im Minus. Was wirklich sehr gut war, war Aktien USA und der globale Aktienmarkt. Und ja, da waren eben 55 bis 60% US-Titel drin. Aber alles in allem muss man ganz klar sagen, das Kapitalmarktjahr 2018 war wirklich, ist wirklich davon geprägt, dass nichts lief, weder Rohstoffe, noch Aktien, auch verschiedene Anlagestile sind schlecht gelaufen. Das Einzige, was lief, war eigentlich Technologie USA, respektive natürlich auch Technologie auch in Deutschland. Alle kennen Wirecard. Aber alles in allem muss man sagen, auf breiter Kapitalmarktbasis, wenn Sie mal die Indizes betrachten, dann haben wir bereits seit längerem eine Phase, wo die Kapitalmärkte sich eher schwach darstellen und dementsprechend das alte Bild hier von, ich glaube, Costolani zu bemühen, der Aktienmarkt ist eben wie der Hund, der seinem Herrschen, das Herrschen ist die Wirtschaft, immer mal so ein bisschen vorwegläuft oder hinterherläuft. Und von daher würde ich es nicht überraschend finden, wenn wir in 12, 15 Monaten zurückschauen und würden sagen, okay, wir sind jetzt in eine Rezession hineingelaufen. Das kann man dann sehr gut damit begründen, dass die globale Zinsstrukturkurve bereits sich in einer Inversion befindet. Die Kapitalmärkte waren dann eben schwach und dann folgen eben 12 bis 18 Monate später folgte dann eben die Rezession und schon hätten wir wieder dieses Bild von Costolani auch in diesem Zyklus wieder wunderbar verwirklicht.
Das heißt natürlich für die Portfolio-Konstruktion, dass defensive Qualitäten gefragt sind. Und man sieht das auch hier, das ist ein Thema, was Sie in den verschiedenen Ländern beobachten können. Vereinfacht gesprochen ist das immer die Wertentwicklung der zyklischen Aktienmarktkomponenten gegenüber den defensiven, also quasi eine relative Zahl. Wenn das Ganze ansteigt, dann sind die Zyklischen besser gelaufen als die Defensiven. Das hatten wir jetzt lange Phasen. Und wenn es eben nach unten geht, was wir jetzt eben jüngst sehen, egal ob es jetzt in den USA ist oder in den Emerging Markets oder in UK, dann laufen eben die defensiven Titel besser als die zyklischen Titel. Und das, glaube ich, ein Aspekt, den man sich klar machen muss. Im Aktienportfolio sind vielleicht durch die jahrelangen Kursanstiege auf Indexebene die Portfolios ein bisschen zu zyklisch in der Ausrichtung geworden. Sie wissen, in marktkapitalisierungsgewichteten Indizes immer das am höchsten gewichtet, was am stärksten gelaufen ist. Für die Anleiheindizes gilt, das Land mit den höchsten Schulden ist am stärksten im Index gewichtet. Ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber wir müssen uns natürlich klar machen, dass wir, auch wenn Sie in Ihrem Portfolio die letzten 10 Jahre nichts verändert hätten, die Konzentrationsrisiken im Portfolio sich erheblich verändert haben und dementsprechend hier Handlungsbedarf besteht. Ja, was tun wir für Sie? Auch das an dieser Stelle nochmal gesagt, bevor wir hier entsprechend auf die Fragen eingehen. Klar, aktiver Dialog und Unterstützung bei der Definition der finanziellen Ziele. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, heute erstmal klar zu differenzieren, was ist eigentlich Rücklage? Und für die Rücklage muss man sagen, da gibt es keine clevere Lösung. Da muss man den Realverlust eben entsprechend hinnehmen. Aber für die Kapitalanlage gilt es natürlich sauber zu definieren, wie ist mein Anlagenhorizont, wie ist meine finanzielle Risikobereitschaft, mit welchen zwischenzeitlichen Schwankungen kann ich umgehen, um hier das Ganze sinnvoll zu strukturieren. Analyse der Vermögensstruktur. Ich hoffe, das ist jedem klar geworden, dass wir natürlich in einer Welt leben, insbesondere auch im Euro, wo wir durchaus durch politische und gesellschaftspolitische Aspekte auch mal das schwarze Schwanrisiko haben. Sie wissen, keiner rechnet damit, aber es ist dann eben doch ein herbes Event, damit meine ich nicht einen DAX-Rückgang von 2%. Individuelle Anlagestrategie ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil nur wenn die Anlagestrategie sauber hergeleitet ist, dann werden Sie verstehen, warum Sie was tun. Und das stellt im Endeffekt auch sicher in Stressphasen, die so sicher wie das Amen in der Kirche kommen werden, dann auch bei der Stange bleiben. Kosteneffiziente und bankenunabhängige Umsetzung, auch ein wesentliches Thema. Da muss man sagen, die Investitionsmöglichkeiten, die sind für private Anleger, respektive auch für Volumina, die private Anleger stemmen können, heute deutlich besser als vor 10 Jahren. Also da kann man sagen, die Entwicklung ist da sehr, sehr positiv. Dann natürlich die Fragestellung, passende Lagerstelle im In- und Ausland, teilweise vielleicht auch noch steuerliche Erwägungen, die im Rahmen der Generationenplanung mit eine Rolle spielen. Und auch steuerlich-rechtliche Aspekte, die sind natürlich hier nicht zu unterschätzen. Ja, das sind Themen. Und bevor wir jetzt final auf die Fragen eingehen, möchte ich Ihnen nochmal etwas vorstellen, was mich sehr begeistert. Und zwar geht es darum, zu sagen, wie kann ich Vermögen heute sinnvoll darstellen? Viele Systeme, die waren ursprünglich nur für sehr große Vermögen relevant, weil wir letztendlich hier händische Arbeit hat und nun mit der Digitalisierung gibt es doch viele, viele Möglichkeiten, hier Themen anders zu gestalten. Und das habe ich Ihnen hier nochmal entsprechend auch mitgebracht. Was Sie hier sehen, beziehungsweise sehen Sie schon? Ja, jetzt sehen Sie es. Was Sie hier sehen, ist der Zugang und so sieht es quasi dann aus. Und das Passwort ist so sicher, dass ich es auch. Ja, da sind wir. Also wirklich super Sache. Was sehen wir? Das ist ein Werkzeug, was wir Anlegern zur Verfügung stellen, bei der es darum geht, dass erstens wir bezahlen das. Das heißt, es gibt hier keinen Dritten, der Zugriff auf die Daten hat und die Daten entsprechend auswerten kann. Dazu ist noch so, dass Sie jederzeit selbst steuern können, welche Daten wir sehen sollen. Also wenn Sie beispielsweise sagen, ich habe 4 Immobilien und da gibt es noch 4 Kredite drauf, da will ich momentan gar keine Beratung dazu, sondern ich habe nur liquides Vermögen bei meiner Sparkasse, bei meiner Volksbank, bei meiner DiBa, bei meiner Comdirect, bei meiner Commerzbank, also eigentlich bei allen Banken, die in Deutschland am Markt tätig sind. Dann ist es eben so, dass Sie die Möglichkeit haben, hier Ihre
über die Eingabe von einer Bankleitzahl, Kontonummer und PIN. Wir sehen das wiederum nicht. Hier die Daten zu entsprechend zu aggregieren und eben dann zu schauen, wie bin ich eigentlich aufgestellt. Also zum Beispiel, wir sehen es hier, wir haben liquide Anlagen in der Größenordnung von 178.000 Euro. Wir sehen hier, okay, wir haben Aktienfonds und da sehen Sie hier sehr schön, der Kunde hatte zum Beispiel aktive Fonds, hat passive Fonds und interessant ist eben auch hier, wenn wir uns die Quellen anschauen bei den Bankverbindungen, dann sehen wir eben hier, ah, okay, bei der Volksbank, da haben wir den globalen Aktienfonds, im Deutsche Bank Depot, da haben wir einen sehr bekannten Dividendenfonds, und bei der Direktbank der DiBa, da haben wir mal drei ETFs vom Marktführer BlackRock respektive iShares gekauft. Und das ist jetzt die sehr interessante Geschichte, dass wir eben dieses Werkzeug nutzen können, um Ihnen einen sehr transparenten Überblick über Ihre Vermögensstruktur zu geben, weil Sie eben auch sagen können, in einer Phase wie heute, naja, wie bin ich denn eigentlich aufgestellt, was die Länder betrifft? Ah, okay, 538.000 Euro habe ich in Europa angelegt, davon sind 509.000 in Deutschland. Ah, wie setzen die sich zusammen? Naja, gut, ich habe eben ein bisschen aus den Wertpapieren, das heißt, man schaut hier durch die Fondshülle durch und sagt, wie viel Prozent seiner Geldanlagen hat denn der DWS Top Dividende oder der Uni Global oder eben dieser iShares MSCI World? Wie viel Prozent des Vermögens liegen denn eben in Deutschland? Dann addiert man die Immobilien dazu und dann kann man das sehr transparent sehen. Oder wie viel Prozent liegen jetzt beispielsweise hier in Frankreich? Und dann kann man das auch entsprechend nochmal hier aufbauen. Also hat man wirklich entsprechend einen tollen Überblick. Das ist eine sehr schöne Sache, weil wir damit Leistungen, die sonst nur mit großem Aufwand ermöglicht waren, über schriftliche Informationsvollmachten oder Sie mussten uns Depot, Berichte liefern, was auch ein Aufwand ist, haben wir hier nun die Möglichkeit eben zu sagen, gemeinsam auf die gleiche Datenbasis zu schauen, dann beispielsweise eine Depotanalyse vorzunehmen und das eben, wie gesagt, sehr bequem, weil Sie bleiben einfach bei der Bank, wo Sie momentan sind, sei es eine Direktbank, sei es die Volksbank Sparkasse oder ein sonstiges Institut in Deutschland. Und auf der Basis kann man dann natürlich hervorragend beispielsweise Stresstests fahren, für die bestehende Vermögensstruktur, kann eine detaillierte Analyse machen, wie stark ist man in Wachstumswerten, im Aktienbereich, wie stark ist man in Substanztitel. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, was man hier darstellen kann. Kann Sie da nur zu ermutigen, sich den Testzugang mal anzuschauen. Ich werde den nach dem Webinar auch mal rumschicken, weil das wirklich eine coole Geschichte. Unser Arbeitsmotto dazu ist das Beste aus zwei Welten. Vertraute Bank, aber unabhängige Beratung. Die Bank haben Sie schon, die Beratung würden Sie von uns bekommen. Und da wir weder Kündigungsfristen noch Vertragsbindungslaufzeiten haben, auch eine sehr schöne Sache, um hier mal mit uns in das Gespräch zu konkreten Themen zu gehen, eben zu Fragestellungen, die sich aus der aktuellen Gemengelage hier für Sie ergeben. Ja, meine Damen und Herren, ich würde dann jetzt an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden, bedanke mich bei denen, die uns jetzt verlassen, für die Aufmerksamkeit. Sie werden im Nachgang alle die Konserve und auch den eben angesprochenen Testzugang erhalten. Und Sie haben natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, wie Sie es immer bei uns kennen, im Nachgang noch entweder über das Feedback-Formular, das sich nach der Beendigung des Webinars automatisch öffnet, oder respektive hier telefonisch oder E-Mail entsprechend nochmal in Kontakt zu treten und natürlich jetzt auch hier gerne mit uns hier das Gespräch zu suchen. Von allen, die uns jetzt verlassen, Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, allen anderen und wünsche Ihnen einen schönen Abend und mit den anderen freue ich mich auf eine angeregte Diskussion. Nutzen Sie hier dazu bitte einfach die Funktion der Software, sodass wir dann nochmal in eine kleine Diskussion und Fragen hier entsprechend gehen können. Ich werde die Fragen dann kurz vorlesen, sodass wir wirklich auch auf alle Fragen eingehen können, die jetzt von Ihrer Seite hier noch bestehen.